Ja, herzlich willkommen bei Plan C. Heute wieder ein kleines Kellervideo. Ich bin immer noch ganz böse erkältet, deswegen drehe ich jetzt mehrere hintereinander, nicht wundern. Heute geht es um dieses Teil hier. Ihr seht schon, ich bin im Bastelwahn. Dieser hier, der ist im anderen Video. Ich weiß jetzt nicht, welches Video zuerst rauskommt, aber der wird auch da erklärt. Ihr seht schon, das ist einfach nur ein Stückchen Holz, eine Vogelstange praktisch. Die gibt es Meterware im Baumarkt. Einmal durchgebohrt, hier von der CD. Die Dinger dran gemacht. Ja, und der Rest ist einfach Draht, ein paar Perlen, Plastikperlen, ein Drilling, ein bisschen Schrumpfschlauch, ein bisschen was glitzert, ein bisschen Gummi hinten dran und das war's schon. Also vom Materialwert sage ich mal wenige Pfennige. Da ist wahrscheinlich sogar der Drilling hier hinten das teuerste und der Sprengring. Alles andere ist eigentlich geschenkt. Ja, und das Ganze gucken wir uns jetzt mal am Wasser an. Ist kein großes Ding, das zu machen. Es ist wirklich alles nur ein bisschen rangeklebt. Das Einzige, wo ihr darauf achten müsst, wenn ihr diese CD-Teile anklebt, dass die unten so eine leichte Wölbung drin haben. Also dass das jetzt nicht, sage ich mal, eine gerade Fläche mit so einer halbrunden hier zusammengeklebt wird, sondern dass das so ein bisschen angeglichen wird. Dann hält das eigentlich wirklich super. Und das Ding macht im Wasser richtig Radau. Und ist natürlich ein Oberflächenköder, der schön aufschwimmt. Also man kann hier mit schön über dem Kraut fischen oder sowas. Macht schon was her, finde ich. Gewinnt jetzt keinen Schönheitspreis, aber darum geht es auch nicht. Das Ding soll einfach nur Fische fangen und funktionieren. Und das gucken wir uns jetzt mal am Wasser an. So, wir sind jetzt hier am Wasser und wir testen jetzt diesen Köder aus. Ich habe ihn jetzt mal an die kleine Angel gehängt. Schauen wir mal. Es geht heute nur darum, wie der läuft, ob der läuft. Es geht nicht darum, große Fische zu fangen oder sowas. Ich will eigentlich nur erstmal rauskriegen, wie läuft der und ich habe ihn jetzt ein paar Mal reingeschmissen. Ich habe schon ein bisschen was festgestellt. Vielleicht seht ihr das selber. Ich zeige es euch gleich mal. Ja, zum einen habe ich festgestellt, er sinkt ab. Er hat auch beim Absinken Aktionen. Ja, also es ist gar nicht so übel. Aber es war eigentlich auch so beim Ziehen und so alles gut. Er macht das, was er soll. Propellermäßig. Er ist auch ziemlich nah an der Oberfläche. Das Problem ist, er ist leicht. Er lässt sich natürlich relativ schwer auswerfen, also auf Strecke bringen. Und ja, er sinkt ab. Es sollte eigentlich ein Oberflächen, ein reiner Popper werden. Ich habe gedacht, dass das Holzstück so viel Auftrieb hat, dass es wirklich nur an der Oberfläche ist. Aber das reicht nicht. Der Drilling hinten und diese Gummiteile sind einfach zu schwer. Schade eigentlich, weil so von der Aktion her, ich weiß nicht, ob ihr es seht, es ist wirklich nie schlecht. Also er macht, was er soll. Aber er lässt sich halt nicht wirklich gut ausschmeißen. Ich kann es euch mal zeigen. Jo, also ausschmeißen, wie gesagt. Er fliegt nicht allzu weit, ist natürlich klar, weil er hat natürlich auch kein Gewicht. Ich sehe ihn jetzt schon blinken. Also er macht seine Sache, die er machen soll, eigentlich wirklich super. Aber wie gesagt, er sammelt natürlich durch den Drilling natürlich hinten alles ein, was hier auf dem Wasser schwimmt. Das bleibt natürlich jetzt im Herbst nicht aus. Und er sinkt ab und das ist eigentlich nicht gewollt. Ich wollte eigentlich einen Oberflächenköder, aber ich werde den jetzt nicht auseinanderbauen, weil eigentlich gefällt er mir auch. Wie gesagt, Wurfweite ist natürlich begrenzt. Aber so, also ihr werdet es auf der Kamera nicht sehen, aber ich sehe ihn jetzt schon blinken, obwohl er was eingesammelt hat. Es ist eigentlich gar nicht schlecht. Vielleicht sollte ich nur den Drilling ein bisschen beschweren. Und wenn es nur ein bisschen Blei ist, so mit 3, 4 Gramm. Tja, also auch dieses Teil noch verbesserungswürdig. Ich werde den jetzt so lassen, weil er gefällt mir eigentlich. Ich werde hier an dem Draht, hier hinten ist ja noch ein bisschen Platz und auch am Drilling ist noch ein bisschen Platz, ein bisschen Blei anbringen. So dass ich nur vielleicht, sage ich mal, so 3-4 Gramm beschwere, dass er auf jeden Fall sich ein bisschen besser schmeißen lässt, weil Aktion gefällt mir. Gefällt mir wirklich. Der macht richtig Rabatz unter Wasser.
hat vorne diesen Flügel, der sich dreht, der unglaublich blinkt. Also ich sehe ihn schon, wenn ich habe ihn so, ja, ich sag mal 10 Meter jetzt rausgeschmissen und wirklich nur durch leichtes Anzupfen siehst du schon, wie der unter Wasser blinkt. Ne? Das sehe ich von hier schon. Also der macht richtig Radau und der macht auch gute Bugwelle. Und hinten durch dieses bisschen Gummi, was da dran ist und so, denke ich mal, schaden kann das auf jeden Fall nicht. Ist eigentlich kein schlechter Köder, aber wie gesagt, nicht so, wie ich gedacht habe. Ich wollte ihn eigentlich als reinen Oberflächenköder haben. Und da muss ich mir dann noch was einfallen lassen. Da werde ich mir noch was anderes bauen. Aber ansonsten, er läuft. Ich werde nur, wie gesagt, noch ein bisschen beschweren und dann werde ich nur nutzen. Ihr geht raus, geht in den Wald, werdet bessere Menschen, geht angeln, baut Köder und probiert sie auch im Wasser aus. Man sieht sich.